Herzlich willkommen zur nächsten Radio Teddy Supermarkt Challenge. Es ist voll spannend, welche verschiedenen Seiten so ein Einkauf hat. Ja, und ich fordere jetzt Christina raus im Preisschätzen. Ich wette, dass es Christina nicht schafft, den Preis von 10 zufällig ausgewählten Produkten besser zu schätzen als ich. Also sie müsste näher dran liegen am Originalpreis. Und Christina, damit sie jetzt nicht weiß, was ich jetzt hier schätze, ist da hinten beim Gemüse. Guckt sich schon wieder die Gurken an. Ja. Hat schon wieder Hunger. Alex ist der Spielleiter. So ist es. Ich habe schon mal etwas vorbereitet, nämlich einen kleinen Einkauf. Wie gesagt, es geht nicht um Schnelligkeit jetzt. Wir können uns etwas Zeit lassen, sondern um diesen Gesamtpreis zu schätzen. Ja. Hier ist dein Einkauf, lieber Tobi. Ja. Und jetzt rechne uns mal zusammen, was das wohl alles kostet. Das ist ja sowieso schon mal mein Lieblingsstück, der Schokoladen-Adventskalender. Was kostet so ein Ding? 2,99. Das ist natürlich gemein, so eine Elsa-Puppe, keine Ahnung. Die ist ja nur im Sonderangebot, die gibt es ja nicht immer. Ich sag, was habe ich hier gesagt? 2,99 hast du gesagt? Ich runde mal auf 3 Euro. Die Puppe, sage ich mal, 5 Euro, sind wir bei 8 Euro. Die Schokoladenkekse, die kosten 2 Euro, macht 10 Euro. Okay, wenn du das meinst. Windeln, da bin ich ehrlich gesagt raus. Hm. Mein Hund braucht keine mehr. 10 Euro. Ach komm, wir machen die Windeln auch einen Zehner. Sind wir bei 20. 20 Euro. Sicherheitsnadeln. Bestimmt 99 Cent. Sind wir bei 21? Danke, dass du mitrechnest, Alex. Na klar, vielen Dank. Ich bin dabei. Brot. Was kostet das Brot? Ist das ein besonderes? Krustenbrot. Das kostet 1,50. 22,50. Vielen Dank. Hier ist ein Weihnachtsstrumpf zum an Tannenbaum hängen. Ja, ist natürlich auch also Sonderangebot. Also ist, da sage ich, komm, 3 Euro. Dann sind wir bei 25,50 Euro. Und das kostet hier 70 Cent. Kostet mir einfach 26,20 Euro. 26,20 Euro. Ich runde, ich mache es ein bisschen schöner und sage 26,12 Euro. 26,12 Euro. Dann gucken wir mal, ob das stimmt. Herzlich willkommen zur Radio Teddy Supermarkt Challenge. Ich habe vorher einer Stunde ungefähr den Preis von 10 zufällig ausgewählten Produkten geschätzt. Okay. Du musst diese Produkte jetzt auch schätzen, was du denkst, wie viel kosten diese 10 Produkte insgesamt. Und wer näher am richtigen Preis liegt, hat gewonnen. Also ich. Ich habe da immer so eine Taktik, wenn ich einkaufen gehe. Aber mal gucken. Ja, mach doch. Du hast schon geschätzt. Ich habe schon geschätzt, sag's dir jetzt aber nicht. Und jetzt. Hier hast du das Mikrofon. Okay, ich kann mir Zeit lassen, oder? Was haben wir hier? Wasser. So, okay, ich weiß, es gibt hier ein paar Ausreißer. Windeln kosten immer etwas. Oh, deshalb werde ich auf meinen Betrag, den ich gerade im Kopf habe, noch was draufschlagen. Ich habe jetzt ungefähr Pi mal Daumen. Ich mache es immer so, wenn ich einkaufen gehe. Kostet jedes Ding einfach mal 1 Euro. So, 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro, 6 Euro, 7 Euro, 8 Euro. Centbetrag 8, also sagen wir mal 8 Euro, ziehen wir was ab. Na, erstmal die Windeln, die reißen es raus. Die kosten so zwischen 7 und 10 Euro. Größte 6, würde ich sagen, sind wir schon bei 9,99, also 10 Euro. Packe ich also 9 Euro rauf, sind wir bei 27 Euro. 1 Euro wieder runter, irgendwas mit 26 Euro. Eiskönigin-Puppe ist ja gerade sehr aktuell, also, tja, 27 Euro, 26 Euro, Adventskalender. Na gut, ich muss mal kurz nochmal in mich gehen, ja? So, wir brauchen ja noch langsam ein Ergebnis. Ich habe zwar gesagt, es geht nicht auf Zeit, aber ich meine, es wird schon langsam dunkel draußen, insofern. Bitte alle anderen Kunden an die Kasse 5, Kasse 3 ist noch belegt. Ich muss nachdenken. Ihr wisst doch, ich bin nicht so gut im Kopfrechnen. Aber gut, jetzt habe ich meine Taktik vergessen. Ich muss schon mal von vorne. 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro, 6 Euro, 7 Euro, 8 Euro. Kommen nochmal 9 Euro dazu. 27 Euro, kostet Prozent. 26 Euro. Ich würde sagen, packen wir hier noch 1 Euro drauf. Wieder bei der Puppe ist ja aktuell 27,50 Euro. 27,50 Euro ist der Preis, den Christina genannt hat. Und da seid ihr beide sehr dicht bei. Ja, ich hatte 26,12 Euro nämlich geschätzt. Ja. 27,50 Euro. Gegen 26,12 Euro. Die Puppe kostet schon 13 Euro. Wir sind beide schon raus. Ich bin ja dran, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Adventskalender, nicht mal 1 Euro. Schokolade, nicht mal 1 Euro. Sicherheitsnadel. Oh, 3 Euro habe ich mich ja verschätzt. Jetzt die Windeln. Ja? Du hast ja gesagt zwischen 7 und 10. Ich sag 9,90.
nicht ausgewogen werden, einfach über 8 Euro. Sehr gut. Wenn die will ich einkaufen, du rundest hier die ganze Zeit auf. Nein. So, mit Hand. Moment, wird der letzte Artikel übers Band gezogen und 30,84 €. Relativ nicht dran, aber es kann nur einen Sieger geben. Ja. Mit dem Betrag von 27,50 €. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen Dank. Und der Gewinner darf den ganzen Einkauf bezahlen. Viel Spaß.